Hallo ihr Lieben, ich bin jetzt gerade aufgewacht und ich wollte heute gerne mal für euch eine Morgenroutine machen. Und ja, ich würde sagen, dann lass uns einmal losgehen. Also als allererstes gehe ich immer ins Badezimmer und gehe erstmal auf die Toilette. Und ja, dafür nehme ich euch mal ganz kurz nicht mit, aber wir sehen uns gleich wieder. So, jetzt habe ich mir die Zähne fertig geputzt und jetzt war ich fertig auf der Toilette. Guck, ich bin schon am frühen Morgen total verwirrt. Jetzt putze ich mir erstmal die Zähne. Herrlich, ne? Diese Sachen. Ich zeige euch mal, was ich dafür jetzt benutze. Und zwar benutze ich dafür eine Zahnbürste. Und die Zahnpasta von Elmex. Ich glaube, das ist die berühmteste Zahnpasta, die ich kenne. Die ist aber auch ziemlich knackig, ne? Die ist nicht scharf und ist perfekt für Kinder. Ich habe jetzt meine Zähne geputzt und jetzt gehe ich in mein Zimmer und meine Sachen sind dann meistens schon rausgesucht von mir, von gestern Abend, aber gestern Abend habe ich leider vergessen und deswegen komme ich jetzt hinter mein Zimmer und ja, dann gucken wir immer so. Ich weiß glaube ich schon, was ich jetzt ziehe. Ich ziehe glaube ich eine tolle Hose von mir an mit Ich bin ja eine, die sich schwer entscheiden kann. Ich muss gerade einmal gucken. Oh, es ist 7.24 Uhr schon. Dann gucke ich mal, was ich hier so drin habe. So, ich werde nehmen. Gucken wir erstmal nach Pulli. Den Pullover. Ah ne, das ist der. Ich dachte, das wäre der ruhige Pullover. Den hier. Ich zeige euch das hier. Könnt ihr gleich auch nochmal unten sehen. Und diese Hose. Wir sehen uns gleich wieder. Ich gehe jetzt nochmal nach unten. Und ja, dann sehen wir uns gleich unten wieder. So, ich bin jetzt fertig. Ich bin jetzt unten. Alexa schaltet die Fernseher an. Das Mara und ich da. Mama macht mir gerade mein Frühstück und jetzt macht sie mir. Das muss ich gleich zeigen, warte. Das ist mein Frühstück. Guten Appetit. Die Mama ist nicht ganz angezogen, deswegen kann ich sie nicht zeigen. Da. So. Habt ihr Speck drauf gemacht aufs Brot, ne? Ach gut, weil die Marmelade hat mir gestern nicht so gut geschmeckt irgendwie. Aha. Also ich habe hier Cindy Minis, Himbeeren und das. Ich habe da noch die Fritten, die du mir letztes Mal nicht mitgegeben hast. Kann ich davon ein, zwei mitnehmen? Ich habe mir jetzt so eine Frittchen gekauft letztes Mal. Das sind Händlerfritt, genau passend zum Himbeeren. Wie viele Scheibdagen darf ich mitnehmen? Ja, zwei. Okay. Ich auch einmal zwei. Ja, davon darf ich zwei mitnehmen. Ich will auch. Nee, Mars, das ist leider für große Leute, also du bist ja noch ein du bist ja schon ein großer Junge. Kannst du mich kurz herkommen? Komm. Ja, warte. Hier steht Birnensaft. Birne? Das ist
Ich meine Bananensaft. Soll ich dir den holen? Nee, warte mal, ich muss den Kaffee nicht machen. Magst du das hier mal kosten? Vielleicht hast du ja noch Kirschsaft. Soll ich mal stecken? Ich hab keinen Kieberkrampf mehr da, leider. Ich weiß, aber du kannst ja vielleicht noch... Kostet das mal bitte? Darf ich auch gleich mal kosten? Trinken kannst du dir heute aussuchen. Und zwar habe ich dir einmal geholt. Okay. Entweder das Oto Active Lemon. Oder ich hoffe, das war das Richtige, was ich dir geholt hatte letztes Mal. Das war das. Das war das. Ja. Sehr gut? Ja. Okay, warum mehr hat gekauft? Ich meine, schon ganz noch. So, Leute, ich habe jetzt. Ich hole jetzt mein Frühstück ein. Und mein Trinken. Nee, Mara, das musst du nicht machen, aber dafür kannst du mehr für nächstes Mal haben. Ja. Und dann nutzt du schon mal auf den Flur. Alexa, schalte die Uhr an. Nein. Mara, du mitkommen in mein Ruhe. Brauchst du das nicht an Maras? Oh, mein an Mara mitgucken. So. Guck mal, Mama, ich habe gestern die ganze Flasche ausgetrunken. Hätte sogar noch mehr trinken können. So. Ich habe jetzt hier die leere Fallflasche. Boah. Die kommt jetzt in den Raum rein. So. Mein Rucksack. So, ich zeige euch nochmal, was ich jetzt anhabe. Ich suche meinen Rucksack mit Suche. Diese Hose, ich würde gerade sagen, Strumpfhose. Und hier steht irgendwie was drauf. Hier so, was ist denn das für ein Buchstabe? Ein R, E. Was steht da, Mama? Rebel Girl. Also, ich wollte jetzt nochmal Tschüss sagen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne nochmal einen Daumen nach oben da. Ich werde jetzt in die Schule gehen und wenn ihr noch weitere Ideen habt, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Läufst du? Fährst du? Ich fahre mit Roller. Okay. Kussi. Tschüss. Tschüss, mein Schatz. Bis nachher. Ja, bis nachher. Tschüss.